Ja. 111.11 von Blöggenwink von Paginet Schneckewürgig. Paperick. Okay, und. 1, 2, 3. Du bist. Wie geht's überhaupt los? Du, eigentlich geht's so los. Achso, na dann, du bist auf jeden Leben. Und. Scheiße, das ist besser. Du bist auf jeden Leben. Du musst diesen Test bestehen. Es kommt der Tag, an dem du dein Ziel erreichst. 80 Münzen. Ein Digimon wird dich begleiten. Der beste Freund aller Zeiten. Ihr seid ein Team. Werdet alle Abenteuer bestehen. Wow, 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 wow. Wir bleiben Freunde, was auch immer passiert. Wow, 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 wow. Doch wir wissen nicht, was morgen sein wird. Lebe deinen Traum, denn er wird wahr. Geh deinen Weg, stelle nicht der Gefahr. Alles, was wichtig ist, wirst du erinnern, wenn die Zeit gekommen ist. Ja, bleib nach den Sternen, du bist so leicht. Doch bei dich bald ist es soweit. Wir werden bei dir sein. Sei bereit. Keine Ahnung. Woo! Das ist so ein Twitch-Stream vor 10 Minuten, ey. So, wisst ihr, wie es geht? Nein. Nein. Hey. Ihr könnt immer nur zwischen 1 und 2 entscheiden, oh, wie viele Sachen ihr einsammelt. Wer ein Bienennest einsammelt, verliert. Wir sind die Hipster, wir sind die. Also warte, jetzt müsst ihr langsam rechnen, ne? Ihr könnt jetzt bewusst Leute raushauen. 30 Euro von Matches, 11 Euro von Kiyashi, 10 Euro von Xuxen. 2, Ricky. Komm schon, 2. Ich vertraue dir mal. 3 Euro von Manschla, 10 so, Euro von. Mario, 2 oder 1? Und Vanessa, du kannst jetzt entscheiden. Ah, nee, kannst du nicht. 1, Vanessa, 1. 1. Und Mario ist down. 1337. I'm sorry, Leute, ich muss mal kurz sagen. 52k Hype. 52k? Ja, easy, Alter. Da fehlen ja nur noch 170. 100k Hype. Es ist 18 Uhr, Zettel, Mann, reiche den Zettel! Zettel! Der symbolische Zettel! Zettel! Achtung, stopp! Bildwechsel. Noch eine ganz kurze Geschichte. Halt, stopp! Halt, stopp! Aufhören zu spielen. Okay. Es war schön, wir gehen jetzt aus dem Spielemonitor raus. Ja. Take it. Take it and destroy it. Alle ran. Mann, halte fest. Alle ran. Ich reiße. Alle ran an den Zettel. Alle ran an den Zettel. Alle ran. Viele greifen. Und viele, die greifen. Jeder, der ran kommt, hat ein Stück Zettel. Symbolisch. Die Kamera. Stimmst du auf? Wo stehen die Spenden nicht mehr? So. Hier ist mein. Fast 52.000. Halt, stopp. Wir sind auf voll. Wir können auch lautstärketechnisch wieder ein bisschen runterfahren. Ein bisschen. So. Warte mal. Ich habe eine Infosache. Weil, also wir hatten es im Mainstream schon geklärt. Das ganze Ding hier jetzt, die ganze Chose, wir rekapitulieren noch ein bisschen, läuft bis 18.17 Uhr, weil wir ja 17 Minuten zu spät angefangen haben. Lol. 333.000 sind wir jetzt. So, Achtung, man kann noch spenden und bitte spendet danach nicht mehr. Ernst gemeinter Aufruf, bis 18.10 Uhr. Nach 18.10 Uhr werden alle Spenden links entfernt, alle. Und danach bitte nicht mehr spenden, dass wir ein gutes, gemeinsames Resultat halt euch sagen können. Also 18.10 Uhr bitte die allerletzte Spende abschicken und danach nicht mehr. Dann ist Glück für die Welt spendentechnisch vorbei. Wollen wir das mal ausmachen, die Spielmusik nervt die Leute. Und spendet euch auch. Warte, nicht ich mach mal hier leise. Also ich mach mal hier einfach den Ton aus. Fernseher. Nee, muss aber mach einfach die Wii aus. Ist aus. Easy. Ich würde jetzt, wie viel sind wir rein Community-Spendenmäßig? 52.302.21. Ja. Das ist so krass, krank. So krass, so heftig. Ich kann mich erinnern, du sagtest, dein selbsterklärtes Ziel waren die 50? Mein selbsterklärtes Ziel, also ich hatte halt gehofft, wenn wir dieses Jahr das schon so fett aufziehen, dann halt 50.000. Haben wir erreicht. Alleine durch die Community. Plus 2000 noch von den Eigentlich mal ein Applaus wert, oder? Ja, die 2000 halt. Warte mal, wir machen jetzt erstmal den fettesten Community-Applaus ever. Aber den besten aller Zeiten. Ihr wisst nicht, wie viel
Oh, Vanessa, why did you do two? Ihr wisst nicht, wie viele Leute jetzt taub sind. Ja, hat das getan. Unglaublich viele. Aber Liebe entsteht. Wo ist meine Tasse? Ich hab sie weggestellt, weil hier einfach Wasser stand, sorry. Wo ist die? Ich hab sie weggemacht. Nein, nimm dir das Wasser vor dir, guck mal, wo das ist. Mhm. Liebe! 52 Liebe. Fehler, 52. Ah, also die ganze Zeit. Und Carusos für ja. Floyd. Was? Liebe, so viel Liebe. So. Und da. Auf jeden Fall. Aber stell sie bitte nicht auf den Boden. Nein, 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 ich halte sie ganz fest. So, ich sitze jetzt hier im Schneidersitz, bin am unteren Bildrand, würde aber gerne noch was sagen. Weil, bevor wir mit der durchaus wohlbedachten Beweihräucherung der Community anfangen, möchte ich erstmal noch ganz andere Leute beweihräuchern. Zum Beispiel den Flo Balke, der da hinter mir sitzt, der sich um so viele Sachen gekümmert hat. Auch die Feli, die gestern gekocht hat, die Marie und den Manu Meinberg, die sich um so viele Sachen kümmern, die halt auch gestern zum Beispiel hat die Marie noch gekocht. Es war sehr lecker, obwohl es aussah wie Schlotze. Aber es war mega lecker. Dann haben wir da jetzt gerade den Frodo, der halt immer rumrennt. Der wirkt immer nach außen wie der Verpeilo schlechthin. Wenn man 48 Stunden redet und auf Bildschirme schaut, dann... Ja, lesen und sprechen wird schwierig. Lesen und sprechen wird schwierig. Danke auf jeden Fall an Frodo, der mit seiner Jogginghose und all seinem Können alles unterstützt hat. Nice, Frodo. Nice. Vor allem aber in diesem Jahr für Loot für die Welt 2 muss man drei Leute ganz besonders hervorheben, die sich halt echt quasi das Genick gebrochen haben, damit hier alles steht und funktioniert. Das ist einmal Rob Bubble. Das ist einmal Rob Bubble, der halt irgendwie alles gemacht hat, damit hier was geht. Und vor allem an erster Stelle für den fettesten Aufwand und die krassesten Aufbauaktionen und den wenigsten Schlaf von allen, die fucking Space Frogs Rick und Steve. Niemand hat in diesem Jahr für den ganzen Aufbau und die ganze Organisation mehr geleistet als die beiden Dudes. Und krass, also ohne Scheiß. Danke. Die Überdankbarkeit. Ja. So, und jetzt kommen wir zu den einzigen Leuten, denen ich noch dankbarer bin. Und das sind die, auf die ich jetzt gerade zeige. Ja. Quasi auf dich, auf dich, auf dich, auf dich. Auf dich da hinten nicht, weil du bist die Mutter von der einen, die immer geschrieben hat, dass sie nicht spenden darf, obwohl sie trotzdem gespendet hat. Deswegen auf dich. Aber auf alle anderen. Nein, deswegen... es ist unfassbar krass und es hat uns so unendlich krass viel Spaß gemacht. Ja. Und deswegen jetzt noch einmal nochmal den übelsten Abfeierapplaus und dann kommen wir zu den Zahlen. Ja. So. Jetzt noch nicht die Zahlen, hast du die Mods schon erwähnt? Die Mods? Die Mods. Ich habe gerade mit einer Mod telefoniert und war schon so mega schleimig, deswegen dachte ich mir so, halt. Aber stopp! Wir, alle Kanäle, also alle Channels, auf denen ihr geschaut habt, wären nichts ohne den Nightbot, danke. Nein, selbst der Nightbot würde nicht funktionieren ohne unsere Moderatoren, unsere unfassbar großartigen Mods. Ganz vorne dabei, unser absolutes Hero-Team. Das sind die Jesse, die Meliora, der Imre, auch der Bad Ghost Rider, halt die magische Kartoffel quasi von Tag 1 an dabei, unfassbar, hat für so viel Connection gesorgt, für so viele Leute, aber auch der Lead Gaming zum Beispiel, der dem Felix LOL beigebracht hat, so viele Leute, die einfach Spaß haben. Auch der zum Beispiel Dorsex, einer unserer treuesten Zuschauer, genauso wie zum Beispiel ich vergesse so viele Leute, die ich unbedingt nennen muss. Wie heißt denn unser Kumpel aus der Schweiz? Ich gehe gerade kaputt. Du hast keine Stimme. Ich mir fallen Namen nicht ein. Echo. Mein Lieblingsschweizer, du weißt genau, wer gemeint ist. Frodo, wer? Echo! Scheiße! Das waren nur drei Buchstaben. Es ist unfassbar. Ich krieg halt die Namen nicht zusammen. Aber... Jetzt kommen wir mal zum schnöden Mammon. Und zwar, wir entfernen jetzt alle Links und so weiter. Bitte hört halt auf, weil wir sind jetzt gerade final. Ihr, die geilsten Schweine auf Erden, die halt hier gespendet haben für einen guten Zweck. Ja, was? Wir bauen hier gerade was. Gib uns eine Sekunde Zeit. Er baut was für eine Sekunde Zeit. Ich weiß nicht, was sie bauen. Jemand im Chat hat gefragt, ob wir noch Klopapier haben. Ja, haben wir. Wir haben noch. Warte! Oh, ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Aber was sieht man jetzt im Mainstream? Warte! Ich glaube, man sieht irgendwas. Den Spendenstand! Noch
Wo denn? Gleich! Oh, gleich! Bildschirm. Warte mal, ich kann auch, kurz groß machen. So. Ja, okay. So, dann. So, Achtung! Jetzt bin ich wieder offiziell jetzt auf Blut für die Welt Level 1 Level. Wir jetzt nehmen Dinge vom Bildschirm ab. Ja. Oh Gott, dieses Horn. Jetzt wird's halt spannend, nur dass ich's halt nicht vergesse. Okay. Achtung, Achtung. Wir sind bei fucking 52.698,54 Euro Community Power. Dann sind wir plus. Wo ist er? Das geht alles plus. Plus diese Summe plus 7.500 Euro von Asus, die uns auch die ganze Technik gesponsert haben. Deswegen. Nice. Und jetzt kommt halt noch das krasse Ding. Das sind übrigens das jetzt heißt, 60.000 dann. 52.700 plus 7.500 von Asus plus die fucking Loot für die Welt-Shirts, die ich jetzt mal versuche mit meinem Handy ins Bild zu halten, dass es alle sehen. Weil auf diese Summe kommen nochmal von evolve.de mit den Loot für die Welt-Shirts 16.090 Euro. Das macht insgesamt irgendwas um die 76.000 Euro. Alter, ich will, das ist so krank. Mission fucking accomplished. Nein, warte. Ab morgen, Vormittag, werdet ihr mit allen Zahlen, für die Transparenz und den Scheiß, werdet ihr mit allen Zahlen versorgt. Der aktuelle Spendenstand plus die Checks, plus die Screenshots von Evolve, dass ihr seht, welche Zahlen das sind, welche Summe auf den Cent genau das ist, die dann dementsprechend auch gespendet wird. Und dann kommen natürlich wieder auf allen Plattformen die Fotos und die Nachweise, dass das Geld wirklich gespendet wurde, und zwar zu 100%. Und von daher werde ich jetzt leicht melancholisch und habe so ein bisschen Pipi in den Augen und in der Stimme. Denn Loot für die Welt Level 2 ist quasi zu Ende. Es endet. Ja. Stopp, es Ronald, du musst normal sagen und mit vorbei, damit es reimt. Tut mir leid. Loot für die Welt Level 2 ist vorbei! Yeah. The Man! Der war sehr schön. Nein, ihr merkt selber, Verabschiedungen sind immer schwer. Ja. Steve, das war dein Reim. Magst du ihn bitte ins Mikro schneiden? Loot für die Welt ist jetzt. Machen wir den Endcut-Song? Wir machen den Endcut-Song. Loot für die Welt 2 ist jetzt leider vorbei. So, jetzt für alle Fans, wir machen den Endcut-Song. Wir machen den Loot für die Welt-Song. Wir haben doch gestern das war Loot für die Welt. Nee. Ich gebe nicht. Wir improvisieren das. Wir singen einfach irgendwas. Das wird schon funktionieren. Käsekuchen. Während ihr redet, hole ich mir noch mal ganz kurz die Akkorde aus dem Hirn. So. Der Chat eskaliert. Ich liebe das. Ich liebe euch. Das ist unfassbar. Ich höre mich an wie Dougie B. Fuck that. Ich liebe euch. Oh, gebt mir all euer Geld. In dem Fall ist es angebracht. Jetzt stopp. Aber das ist halt Community Power vor dem Herrn. Das ist das, wovon andere YouTuber träumen. Ohne Scheiß. Und andere Zuschauer. Es ist so, okay. Und los! Der letzte Song des Abends. Mal sehen, ob wir es hinkriegen. Ich weiß nicht, wie der Text geht. Wir haben uns gestern um 3 Uhr oder so ausgedacht. Egal, los geht's. Das war gut für die Welt. Für Leute dieses Jahr. Nee, für heute, Leute. Okay, nochmal. Solange wir im Chorus alle gleich singen. Okay. Und los! Das war gut für die Welt. Für heute, Leute. Der Spendenbutton ist weg, falls noch irgendjemand wollte. Wir können aber trotzdem immer noch spenden, nur an die Organisation direkt halt. Das spendet halt direkt an die Organisation. Aber nicht mehr über den Button oder den Link, weil das wäre schwierig. Weil das wäre schwierig. Doch nächstes Jahr geht's weiter mit Level 3. Das war Loot für die Welt. Oh shit. Das ist ganz Leute auf einer Couch. Denn das war Loot für die Welt. Oh shit. Und der Stream, der ist jetzt aus. Und nächstes Jahr fängt er dann wieder an. Pünktlich an. Mit nur 10 Minuten. Community High Five in 3, 2, 1.